Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich für euch im Augustinerkeller und noch ganz früh am Morgen. Ihr seht, hinter mir ist noch alles leer. Und wir sind hier deswegen, weil Stomp nach München kommt. Und ich habe für euch den Schlagzeuger Dominik im Interview gleich. Und wir werfen einen Blick in die Pressekonferenz, wo wir hoffentlich mehr erfahren. Und natürlich auch über die bayerische Mischung mit Stomp. Aber mehr seht ihr natürlich in diesem Video. Ich habe neben mir jetzt den Dominik, den Schlagzeuger sozusagen von Stomp, oder Schlagzeug ein bisschen übertrieben, weil es gibt ja eigentlich mehr, die dann auch hämmern, trommeln und so weiter und so fort, oder? Ja, wir machen bei Stomp schon ungefähr alle das Gleiche. Wir sind alle so ein Mix aus Schlagzeuger, Tänzer und Schauspieler. Und was hat dich daran gefesselt an diesem Projekt? Also ich bin seit 2 Jahren schon dabei und meine Geschichte mit Stomp ist aber noch länger. Seit ich Kind bin eigentlich, bin ich Fan von der Truppe und dann habe ich die zum ersten Mal gesehen in New York, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Und dann habe ich die mal in Hannover gesehen, in der Oper, und da habe ich so entschieden, boah, das ist das Geilste, was ich jemals auf der Bühne gesehen habe und ich möchte dahin. Und da habe ich herausgefunden, wie das funktioniert. Es gibt einen ganz offiziellen Weg über Auditions, die alle paar Jahre in London stattfinden. Da habe ich mich beworben und jetzt bin ich dabei. Warum ist es für dich das Geilste auf der Welt? Ja, ich war mein ganzes Leben eigentlich schon Schlagzeuger und ich genieße es auch total, in Bands zu spielen, am Drumset zu sitzen. Aber manchmal vermisse ich es, dass ich quasi vorne auf der Bühne bin und den direkten Kontakt zum Publikum habe. Und außerdem habe ich mich immer schon gern bewegt und bei Stomp, da ist all das, was mir eigentlich in der Performance-Welt Spaß macht, vereint. Das Thema Bewegung und Rhythmus ist ja bei dir allgemein ein Thema. Du machst ja auch so Workshops zum Thema Rhythmus. Wie stellt man sich sowas vor? Genau, eigentlich ist es ja so, dass man Bewegung und Rhythmus gar nicht trennen kann, weil zu jedem Rhythmus gibt es einen Tanz. Und nur in unserer deutschen Musikkultur, wo man irgendwie im Orchester sitzt und von Noten abspielt, ist es irgendwie getrennt. Aber eigentlich gehört es so nicht. Und in meinen Rhythmus-Workshops, klar, die haben natürlich auch so einen Stomp-Ansatz, da möchte ich eigentlich vermitteln, dass man für Rhythmus gar nichts anderes braucht als seinen eigenen Körper oder irgendein Instrument, das jedes Objekt auf der Welt sein kann. Und dann kann man damit Rhythmen machen und Leute begeistern und selber Spaß haben. Immer ganz ehrlich, jetzt Schlagzeug ist, glaube ich, ist nicht so das Lieblingsinstrument aller Eltern. Wie war das bei dir so? Zeitweise natürlich schwierig. Also glücklicherweise haben wir keine Nachbarn gehabt, wo ich aufgewachsen bin. Es war ein verlassenes Haus mitten auf der Wiese. Da konnte ich zumindest, wenn das Haus leer war, ohne Probleme so viel üben, wie ich wollte. Und ansonsten, klar, muss man Rücksicht nehmen. Wenn der Bruder am nächsten Tag eine Klassenarbeit geschrieben hat in der Schule, dann hat man nicht so viel geübt. Wie sieht so ein Tourleben bei dir aus? Das Stomp-Tourleben ist eigentlich, klar, super aufregend, aber auch verglichen mit so einem Rock'n'Roll-Tourleben ziemlich entspannt, weil wir sind meistens mindestens eine Woche in derselben Stadt. Wir fahren nicht Nacht für Nacht weiter und spielen eine Show, sondern wir spielen 8 Shows am selben Ort und dann wird weitergereist. Dementsprechend kann man sich in jeder Stadt auch so ein bisschen umschauen, kennenlernen, die Kulturen kennenlernen. Und ja, mittlerweile bin ich auch ganz schön rumgekommen, war in Indien, in China, fast überall in Europa. Ja, aufregendes Tourleben. Wenn jetzt jemand Stomp noch nicht kennen sollte, was ich fast bezweifle, aber wenn doch, wie würdest du unseren Zuschauern Stomp erklären? Ich sag meistens, Stomp ist eine High-Energy-Rhythmus-Theatershow. Rhythmus ist das Zentrum von der Show. Es geht immer darum, dass wir rhythmische Musik machen mit irgendeinem Gegenstand aus dem Alltag. Zum Beispiel, wir haben Besen, wir haben Basketbälle, wir haben Küchen, Spülen, wir haben Streichholzschachteln, wir haben Mülleimer, alle möglichen Dinge. Und dann die 8 Performer auf der Bühne, jeder hat einen ganz bestimmten Charakter. Einer ist der Anführer, einer ist eher so das Opfer, das immer verarscht wird und so weiter. Und darum ist es Theater gemischt mit Rhythmus und gemischt mit High-Energy-Tanzbewegung. Das klingt spannend und ihr solltet auf jeden Fall den Termin in München im Zirkus Krone, glaube ich, gell? Nicht verpassen und alle Infos natürlich in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Alle Infos zu den Veranstaltungen und natürlich auch, was alles geboten wird, findet ihr unten in der Infobox. Und ihr wisst, Support ist kein Mord, also lasst mir ein Abo da. Hier draufklicken, ihr wisst, was zu tun ist. Und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folge von Monaco Deluxe.